neuen Folge vom Man of Steel. Ich sitze hier mit Christopher Scherf. Danke, dass du hier bist erstmal. Und ja, wir reden ein bisschen über ihn, seine Tätigkeit als Schauspieler und ja, über seinen Zugang zur Mode. Jo. Schauspielerei, dein Beruf, deine Leidenschaft. Wie bist du dazu gekommen? Ich wollte eigentlich immer Film und spielen. Wie ich so 12, 13 war, wollte ich eigentlich schon Filmschauspieler werden. Und war aber schwierig damals. Und ich habe dann nach der Matura begonnen, einfach irgendwas beim Film zu machen. Und war Beleuchter. Ich war beim Film eigentlich Beleuchter. Und war 4 Jahre Beleuchter. Und habe mich aber trotzdem, das ist einmal 22, 23, immer so gedacht, okay, wenn ich das jetzt nicht irgendwie probiere, was ich eigentlich immer machen will, dann bereue ich das mal. Und dann habe ich halt begonnen, zu Castings zu gehen und habe dann relativ schnell Hotel, das war so mein erster großer Kinofilm. Auszeichnung bekommen als Best Supporting Role, als Nebendarsteller. Yeah. Erzähl dazu ein bisschen was, vor allem über deine Rolle. Ja, One of Us. Das war ein Debütfilm von einem Freund von mir, von Stefan Richter. Und der hat, ich glaube, das war schon 2011, hat er mich irgendwie das erste auf das Projekt angesprochen. Und für mich war es immer gut, weil ich suche halt immer so, mein Ziel ist es immer so, gute Geschichten zu erzählen. Also und vor allem starke Charaktere und das halt beides kombiniert. Ich stelle mir so vor, als Schauspieler, du versetzt dich ja wirklich in eine Rolle rein und lebst sie dann auch ein Stück weit über den Zeitraum des Drehs. Mhm. Nimmt man da auch was von dem Charakter, den man spielt, mit und vor allem auch vom Stil, ja, sag ich mal. Hast du dich da ein bisschen beschäftigt mit diesem Hip-Hop-Gedöns? Ja, absolut. Abgeht? Also ich habe probiert auch so eine eigene Sprache zu finden. Also ich probiere halt immer so. Also das war auch Teil davon. Ich schaue mir mal die Geschichte an. Ich war sehr Hip-Hop, es waren diese Elemente einfach drin, das war auch in der Geschichte so, dass es halt in der Zeit war und die waren halt alle so Hip-Hop-mäßig und ich probiere dann halt so meinen Weg zu finden. Das heißt, ich habe dann einfach mir wirklich so alle, in Österreich war auch so diese Bewegung, wo dann so diese Hooligan-Bewegung war und dann kombiniert mit Hip-Hop. Das heißt, das war so mein Zugang und ich habe dann halt einfach immer wieder, wir haben auch immer wieder vor Ort, weil du drehst dann auf Szenen und du hast keine Musik dort vor Ort. Aber wir haben das halt permanent gehört und ich habe auch probiert, diesen Akzent, dass ich das halt so mache, dass ich so einen ganzen Derben, also in Deutschland haben die mich überhaupt nicht verstanden, aber das war halt so, das ist halt so eine Gesamtkombination von dem Ganzen und dann, ich denke mal, ich muss das immer von mir aus spielen. Du hast natürlich verschiedene Dinge, aber ich probiere das immer in mir zu suchen und dann irgendwann mal, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, dann ist das so wie Surfen und ich glaube, da war ich dann so auf der Welle irgendwie und am Set haben mich dann eigentlich alle nur mit Spielnamen angeredet. Wie viele Leute sagen, dass du aussiehst wie Johnny Depp? Immer wieder, mehrere, aber ich habe auch schon andere Sachen auch gehört. Ich habe schon Matt Damon gehört sehr oft. Matt Damon? Ja, finde ich aber gar nicht. Ich finde auch nicht, dass ich Johnny Depp so ähnlich schaue. Ja, auf aber den ersten zwei. Schon, wenn du oder? Kürzere Haare hättest dann nicht, aber so mit den Haaren. Den Haaren schon. Ja, ein bisschen. Ja, schon Kompliment, oder? Ja, ich finde es ja, es ist sehr nett, aber ich finde es halt immer so, ich mag das halt nicht, weil du bist immer so, ja, du bist der ich denke mir so. Ja, ich meine, du bist du selbst, klar. Ja. Ja, ich fühle mich sehr geschmeichelt, ja, aber ja. Reden wir mal ein bisschen über Mode. Haben dir ein cooles Outfit jetzt, ja, im Jeans-Look. Ja, ein wunderbares Outfit, oder? Zusammengeschneidert, zusammengemeißelt. Wie beschreibst du deinen eigenen Stil erstmal? Meinen eigenen Stil? Easy going, weil ich glaube, du bist oft draußen, kletterst viel in der Freizeit. Ja. Immer easy going. Ich liebe Anzüge, wenn ich auf Premieren oder irgendwas mache, dann mag ich es auch gerne, wenn ich einen Anzug anhabe, aber prinzipiell ist so Boots, Sneakers, Jeans, Hemd, bequem. Und so einfach wie möglich, würde ich mal sagen. Irgendwelche Lieblingsmarken, die du gerne trägst, wo du sagst, okay, das ist mein Schnitt, passt immer perfekt? Ich finde, ich muss sagen, so von den Jeans finde ich Diesel sehr cool, ich finde Levi's sehr cool, aber die Vintage, so Levi's Vintage finde ich sehr cool, dass die haben teilweise so Hosen, die sind halt so 50er, 60er, dann mit schmaler unten, die finde ich sehr cool, ich finde Seven sehr cool. Bei mir ist es immer cool, dass ich mir denke, okay, ich habe schon so meinen Stil, aber ich muss jetzt auch nicht in dem Sinne, ich immer so, muss nicht rausgehen,
rausgehen und so meinen Style verkörpern, so wie viele, was weiß ich, wenn du Musiker oder irgendwas hast oder eine bestimmte Richtung, die probieren dann halt immer, ich muss kein Statement machen. Weil ist ja den ihr Image dann am Ende auch irgendwie? Weil es bei mir offen steht, aber eben. Ich meine, ich habe halt schon so meine Identität schon, was ich gerne habe und was nicht. Aber für mich ist halt immer cool zu sehen, was kommt jetzt gerade, oder wenn du das hast, weil du natürlich immer schöne Charaktere einbauen kannst und dich dann halt mit den Kostümfrauen abreden kannst, und das ist halt dann, war bei One of Us ein Traum, weil ich halt diese Sachen wahrscheinlich nie tragen würde. Das ist geil. Ich meine, aber es ist vor allem, cool. Du kannst es rechtfertigen. Selbst wenn du irgendwas trägst, wo du nicht weißt, okay, ich kann es rechtfertigen, das ist meine Rolle. Punkt. Ja. Komisch ist dann, wenn man mit dem Rollstuhl in der Stadt herumfährt, so wie ich das mal für eine Rollenvorbereitung hatte. Ehrlich? Und du dann irgendwie von jemandem, der noch meine E-Mail-Adresse hatte, die ich länger nicht gesehen habe, so gesagt, so Christopher, es tut mir leid, was dir passiert ist, und schreib mir so lange rein. Ich so, nein, weil ich bin dann halt einfach in der U-Bahn, ich wollte das ausprobieren, wie das ist, und musste halt auch balancieren und bin dann einfach mit dem Rollstuhl in der U-Bahn. Und es war auch cool, irgendwie ausprobieren. Nur es war für mich dann echt so, ich denke, okay, man muss dann irgendwie aufpassen, weil die war echt, die hat mir so eine lange E-Mail geschrieben, so, sie hat mich gesehen und sie weiß nicht, ob das unangenehm ist, und ich habe das einfach so. Und habe dann gesagt, hey, es ist alles cool, es passt. Ich setze mich hier vor und überlege, okay, wie schreibe ich dem das jetzt? Und das war echt so ein herzlicher Brief, so, was ist dir passiert, und ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, dass sie mir das schreibt, und sie hat mich, bin ich das überhaupt gewesen, sie hat mich in der U-Bahn gesehen mit dem Rollstuhl, und ich so, ja, okay, ich habe gerade Rollen vorbereitet. Das kann dann auch in die Hose gehen. Ja. So, machen wir abschließend nur noch ein paar kurze Fragen. Ja, du musst nur sagen, A oder B, was dir lieber ist. Okay. Fangen wir unten an, Boots oder Sneakers? Das ist schwierig, was schmeckt besser, Kaffee oder Tee? Ich mag beides. Nein, das geht jetzt nicht. Okay, Boots. Boots, okay. Sweatpants oder Jeans? Jeans. Jeans, okay. Elegant oder casual? Casual. Casual, sicher? Bist du der Casual-Typ? Würde ich nein, casual. Würde ich jetzt auch definitiv zu dir sagen. Wir gehen gleich nochmal hoch und oder machen hier noch ein Foto von dir. Und dann danke für die Zeit. Ich sage auch vielen Dank. War lustig. Ja, fand ich auch. Definitiv. Danke. Ja, danke schön.